Ja, liebe FZler, begrüßen alle zum heutigen Tag. Zur Erinnerung, heute wäre eigentlich das Datum von der Generalversammlung, wo wir normalerweise immer vor Ort durchgeführt haben. Wir haben dann aber Corona-bedingt entschieden, dass wir auf eine Generalversammlung vor Ort verzichten dieses Jahr. Aber wie wir sie all diesen Jahren immer wieder hatten, haben wir ja einen Tag integriert in die Generalversammlung mit dem Cheftrainer, mit dem Sportchef. Und wir haben entschieden, beschlossen, dass wir auf diesen Tag dieses Jahr nicht verzichten wollen. Leider muss ich unseren Cheftrainer, der André Breitenreiter, Corona-bedingt entschuldigen. Ihr habt das sicher gelesen. An dieser Stelle, hallo André, wenn du uns zuschauen tust. Aber ich kann euch alle beruhigen, André geht. Und so wie es aussieht, wird er möglicherweise diese Woche bereits wieder das Training übernehmen können. Also der Satz klingt ein bisschen böse, ist aber nicht so gemeint. Ist unser Captain heute beim Tag dabei. Ich begrüße dich recht herzlich, Yannick Brecher. Und ebenfalls begrüßen möchte ich euren Sportchef, den Marinko Jurendić. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. Und wir werden sicher schauen, dass wir im Laufe der Sendung auch die Fragen noch können beantworten können. Zu dir, Jure. Die Frage. Man liest ja immer wieder, manchmal, wenn Fußballer Zukunftsperspektiven natürlich erläutern, dass sie sagen, ja, mach vielleicht einmal Sportchef, das wäre vielleicht noch interessant, oder? Das würde mich interessieren. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß natürlich, wie komplex so eine Funktion ist. Jetzt aus deiner Sicht, was sind deine Hauptaufgaben als Sportchef beim FC Zürich? Gut, also vielleicht nochmal auf deine Frage oder so Führung zurückzukommen. Ich glaube, Sportchef kannst du heute nicht lehren. Und so war es eigentlich bei mir auch. Ich denke, Sportchef habe ich selber auch nie recht gesucht. Doch in den letzten Jahren, glaube ich, so mit all den Tätigkeiten, die ich gemacht habe, bringe ich eine gewisse Erfahrung für die Aufgabe mit, die mir hilft, eigentlich das auch bestmöglich eigentlich auch zu erfüllen. Die Aufgaben sind natürlich die Kaderplanung von der ersten Mannschaft, die Grundlage von der auch einnimmt, die Strategie zusammen mit dir, zusammen mit der Sportkommission, dem Cheftrainer vorzubereiten, dass es keine neue Saison bestmöglich aufzustellen. Daneben habe ich auch Verantwortung für weitere Abteilungen wie die Academy oder FCC Frauen und weitere Mitarbeiter, die in der Fußballabteilung tätig sind. Also, das Aufgabengebiet beim FCC als Sportchef ist vielfältig. Ich glaube aber auch, jetzt die Erfahrung aus den anderen Vereinen nicht. Es ist eine sehr umfassende, vielfältige Aufgabe, die man da vorfindet als Sportchef. Aber ich glaube, wir haben auch sehr, sehr gute Leute um uns herum, die mich in der Umsetzung der Aufgaben auch bestmöglich unterstützen. Du hast vorhin Kaderplanung erwähnt. Konkret im letzten Sommer, wie bist du dort vorgegangen? Ja, wie sind wir vorgegangen? Gillo, ich tue dich immer auch mit einschließen, mit all unseren beteiligten Leuten. Also, das war sicher nicht allein meine Aufgabe gewesen. Natürlich bin ich dort im Hauptlead. Wir haben eine Analyse gemacht von der letzten Saison, vom gesamten Kader. Haben geschaut, wie wir in der laufenden Saison uns weiterentwickeln können, wie wir uns verbessern können, was für einen Fußball wir spielen wollen, welche Spielertypen wir beim FC Zürich in Zukunft auf dem Platz sehen. Wir haben dann ziemlich schnell die Anforderungen für die einzelnen Positionen definiert, haben unsere Netzwerke auch zu Vereinen, Sportchefs auch über die Grenzen geschlagen, Kontakt zu den Agenten, Agentenhäusern und haben verschiedene Profile auch geprüft mit unserem Scout. Haben das in unseren Bedürfnissen entsprechend angeschaut und ja, nach und nach dann auch Kontakt aufgenommen zu den interessanten Spielern. Ja, dann sind wir in die ersten Kontakt zu den Spielern, Referenzen reingeholt, bis wir dann auch konkret in die Verhandlungen rein sind. Natürlich auch das ganze Umfeld von jedem einzelnen Spieler abgeklärt, damit wir auch wissen, sind das Typen, sind das Charaktere, Persönlichkeiten, die auch ein FC Zürich auf dem Platz, aber auch neben dem Platz können bestmöglich repräsentieren. Also das, was du jetzt erklärt hast, ist ja mehr zum Scouting. Was ist da die Schwierigkeit, zum erfolgreich scouten?
Gut, Scouting ist ein sehr komplexer und umfangreicher Bereich. Also kannst du dir vorstellen, da kommt jede Woche oder jeden Tag Meldungen aus der Welt. Also gerade in einer Transferperiode von allen Kontinenten wird ein Spieler angeboten. Und wenn du jeden einzelnen Spieler nachgehst, dann könntest du in Zürich 50 Scouts einstellen. Aber wir haben dort eine gewisse Systematik reingebracht in unsere Arbeit, wo wir ein Jahr gestartet haben, dass wir einerseits gewisse datenbasierte Arbeit auch machen, um eine Vorselektion auch können, sicherstellen. Auf der anderen Seite haben wir auch das Live-Scouting, also das heisst einerseits im Büro vor Ort, wo der Tommy Bickel als Chef-Scout verantwortlich ist, auf der anderen Seite, so wie es zulässt, dass wir dann auch die interessanten Spieler können, prüfen. Aber bevor wir in das Live-Scouting gehen, werden auch die wichtigsten Leute innerhalb von der Kaderplanung, von der Sportkommission mit einbezogen. Wie gesagt, das Scouting ist ein Prozess, bis es dann eigentlich zum konkreten Vorschlag auch geht, wird ein ganzes Dossier ist. Und erst dann, wenn wir in die letzte Auswahl kommen, in die drei, vier letzten Spielerkandidaten, dann wird es konkret und dann schließt man den Scouting-Prozess auch ab. Und wie sieht es denn aus? Erfahrene Spieler, junge Spieler, Inland, Ausland, Scouting so ausgerichtet? Was sind dort so ein ja, Herausforderungen? Auch dort ist sicher, also steht unsere Ausrichtung. Wir sind ein ambitionierter Ausbildungsverein. Wir wollen ja als FC Zürich Fußball, aber wir wollen auch die Türen immer auch verpalten für eigene Spieler aus der eigenen Akademie. Glaube ich, die Zusammensetzung der Mannschaft auf dem Niveau von der Superliga ist ganz entscheidend. Ich glaube, unsere Philosophie, wenn man jetzt in unser Kader sieht, ist erkennbar. Also wenn glaube mit einem Becir, mit einem Vignonto, mit einem Bledi Krasnici in den letzten Wochen eigene ganz viele junge Spieler, die wir auf dem Platz haben, neben Spieler, die bei uns lange Jahre auch ausgebildet worden sind. Nicht mehr so jung sind. Nicht mehr so jung sind, aber jung geblieben sind. und Wochenende jetzt gestern auch hervorragende Leistungen bringen. Sei es Janik, sei es Mirlind, aber auch ein Fabian Rohner. Da gibt es ganz viele Spieler, wo wir sehr, sehr grossen Wert darauf legen, dass auch die Türen für die eigenen Spieler offen bleiben in der Superleague-Mannschaft. Aber wo wir die eigenen nicht haben, müssen wir selbstverständlich schauen, vom zuerst heimischen Markt in der Super League und in der Challenge League, das sind ja unsere ersten zwei Märkte. Und dann haben wir jetzt in dem letzten Sommer vor allem Deutschland als grossen Scouting-Markt gehabt, wo wir auch eigentlich zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, um dort den Markt eigentlich bestmöglich zu scouten. Nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem einer unserer wichtigsten Spieler da bei uns in der ersten Mannschaft, ist der Janik Brecher. Und du kannst uns sicher am ehesten erklären, wieso haben wir im Vergleich zum Vorjahr plötzlich die Leistungssteigerung, die Resultatsteigerung da bei der ersten Mannschaft können erfahren. Wir haben 15 Spiele, 31 Punkte. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in den letzten paar Jahren so erreicht haben. Wir sind auf dem ersten Platz, das ist momentan, wissen wir alles. Aber es hat ja einen Grund, aus deiner Sicht. Was ist der Grund oder was sind die Gründe? Also ich bin der Meinung, einer der grössten Gründe war wirklich der Umbruch in diesem Sommer. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass wir das so schnell anbringen, dass wir so schnell wieder in die Spur kommen. Wir in der Mannschaft, also ich darf das ehrlich sagen, ich hatte einen rechten Respekt davor, auch im Sommer, wenn man weiss, es gehen so viele Spieler, so viele neue Spieler. Man muss die Spieler integrieren, man muss schauen, dass sie möglichst schnell die Philosophie und den Film kennenlernen. Dann mit einem neuen Trainer weiss man nie recht, was einem erwartet. Aber ich glaube, der Trainer hat das hervorragend gemacht, wenn er auf uns zugekommen ist, auf die neuen Spieler, auf die alten Spieler, aber die neuen Spieler, wie sie sich sofort integriert haben und auch wirklich vom ersten Tag an hast gemerkt, die wollen sich sofort im Verein identifizieren und auch mit der Stadt Zürich. So ist etwas geworden, was wir die letzten Jahre nicht gehabt haben. Und Fußball ist schlussendlich einfach ein Mannschaftssport und wenn alle einen Trick reissen, dann können wir so Leistungen stand wie im Moment. Und wenn wir so arbeiten unter der Woche und auch am Wochenende, wie es gestern sicher nicht das beste Spiel war von uns, aber wenn wir als Mannschaft so leiden und so fighten wie die zweite Halbzeit oder in Sion in Unterzahl, dann kommen wir einfach die Resultate mit der Zeit. Und die Zeit ist jetzt halt relativ schnell, bis zum Glück. Was mir auch auffallen tut, ist, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengesetzt ist, extrem einen grossen Zusammenhalt hat, sie fighten, also Mentalität, hat sich irgendwo schon einen Schritt weiterentwickelt.
Ja, das hat sich in jedem Training weiterentwickelt und das ist auch ein grosser Verdienst vom Cheftrainer und vom ganzen Trainerstaff, so wie wir im Sommer geschafft haben, im Lager oder auch in der Vorbereitung in der Bruna. Die Grinta vom ersten Tag eingebracht ins Training. Trainingseinheiten und Mentalität im Training ist ganz anders als die letzten Jahre. Und es ist einfach so, unter der Woche erarbeiten wir das, wie man dann am Wochenende spielt. Und im Moment bringen wir es einfach extrem gut auf den Platz, was wir unter der Woche erarbeiten. Wir haben einen super Plan, der sehr gut aufgeht. Und wenn weiterhin alles so an diesem Strick reset, dann wird es auch in Zukunft schwierig sein, zum uns zu schlagen. Janik ist für die Vereinsführung einer der wichtigsten Gesprächspartner, wenn es um die erste Mannschaft geht. Warum? Weil du Captain bist. Jetzt vielleicht einmal für unsere Fans aus deiner Sicht. Was sind die Aufgaben des Captain und wie tust du diese Aufgaben umsetzen? Da könnten wir jetzt lange drüber reden, was alles meine Aufgaben sind. ich glaube, das Einfachste ist Ansprechperson für alle. Also, wie du gesagt hast, von der Vereinsführung, aber auch für den Trainerstaff oder auch für die Spieler selber. Wie gesagt, ich hatte einen sehr grossen Auftrag in diesem Sommer, um die neuen Spieler auch zu integrieren. Schauen, dass sich die Spieler sofort wohlfühlen oder wenn irgendwelche Fragen sind, dass sie auf uns zukommen und mir ihnen helfen. Da bin ich Ansprechperson Nummer 1. Sicher muss man auch mit Leistung vorangehen. Das ist immer wichtig als Führungsperson und als Captain. Aber sonst wirklich der grösste Augenmerk im Moment ist einfach auch das Organisatorische. Also wenn von Vereinsseite irgendwelche Fragen sind, auch wenn es darum geht, wenn wir ins Hotel gehen, was essen wir? Essen wir im Bus etwas? Wo braucht es noch etwas? Was ist die Rückmeldung von der Mannschaft? Was kann man besser machen? Das läuft eigentlich mehr oder weniger alles über mich. Was ich im Moment froh bin oder nicht so missen, im Moment ist die mediale Aufmerksamkeit auf mich ein bisschen kleiner. Das ist dann halt, wenn es gut läuft, sind oft auch andere Spieler, die das übernehmen oder dürfen übernehmen. Wenn es im Verein nicht so gut läuft, wie vielleicht die letzten zwei Saisons, dann bin doch ich als Captain das öfter mal angestanden und dann Auskunft gegeben oder meine Meinung gesagt. Das gehört auch ein bisschen zum Job als Captain dazu. Du hast vorhin ganz kurz angetönt, Cheftrainer, wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Darfst du mit ihm die Aufstellung besprechen und so weiter? Oder wie sieht das aus? Nein, also es hat es auch gegeben, dass er mich gefragt hat, was ich machen für ein Wochenende, wenn jetzt irgendwie einer verletzt ausgefallen ist oder gesperrt ist oder so. Aber der andere ist einer, der extrem Meinungen einholen kann, um einfach mal noch andere Ansichten zu hören. Aber er hat seine Meinung und die zieht er auch durch. Aber wir haben ein sehr enges Verhältnis miteinander. Wir reden extrem viel zusammen. Oft, wenn wir taktische Einheiten haben im Training, steht er bei mir hin und mit ihm im Training besprechen, was aufgeht und was nicht aufgeht und was sind die Augenmerke für das Spiel und so weiter. Auch sonst habe ich ein sehr enges Verhältnis mit ihm. Wenn ihm etwas auffällt bei einem Spieler, kommt er oft auch auf mich zu, wenn er von dass ich mit dem Spieler rede oder wenn ich etwas sehe, gehe ich auf ihn zu. Also wir sind da in einem sehr, sehr engen Austausch miteinander. Stichwort Trainer, also logischerweise ist die Zusammenarbeit zwischen dem Cheftrainer und dem Sportchef auch eng. Und ich kenne auch Haufen Fälle, wo das nicht immer ganz so einfach ist. Wie funktioniert das bei euch? Ähnlich wie es Janik auch dargestellt hat. Also ich bin praktisch täglich mit dem anderen im Austausch. Ich glaube, es geht in dieser Zusammenarbeit auch vor allem darum, tagtäglich. Ich glaube, auf dem Platz setzt man das um, aber neben dem Platz muss man das vorbereiten. Also überall zu erörtern, wo können wir uns verbessern, wo können wir die Mannschaft verbessern. Wir wollen den FCZ miteinander weiterbringen. Da führen wir auch kontroverse Diskussionen. Also da ist man vielleicht manchmal auch nicht immer die gleiche Meinung. Wichtig ist, dass man mit einer Meinung nachher auch vorausgeht. Ich glaube, dass wir alle, also inklusive mich, sehr, sehr viel auch können profitieren vom anderen. Andere bringt eine Bundesliga mit, wo glaube ich auch die Kultur, die du angesprochen hast vorher, die Mentalität und alles, glaube ich, hat jetzt geschafft, einfach auch eine positive Energie in die Mannschaft hineinzubringen, die Leute auch um die Mannschaft herum mitzureissen. Das ist sicher ein grosser Verdienst von ihm und wir sind uns, glaube ich, alle täglich am weiterentwickeln und ich glaube auch die Resultate, die Konstanz der letzten Wochen sind der Hauptverdienst auch vom anderen. Und insofern sind wir bestrebt, eigentlich auch auf dem Weg zu bleiben, uns stetig weiterzuentwickeln. Und dafür braucht es gute Gespräche, kontroverse Gespräche. Und da ist der andere sehr, sehr offen.
bei dieser Gelegenheit auch ergänzen. Ich glaube, auch das, was Janik gesagt hat, nebst dieser fachlichen Kompetenz braucht es auch ganz, ganz viele Menschenqualitäten, soziale Kompetenzen, wo der andere einfach auf einer sehr, sehr guten Ebene ist. Heisst das auch, dass du betreffend Aufstellung und Taktik dann mit ihm im Dialog bist? Das ist jetzt weniger der Fall. Ich glaube, das ist auch die Hauptkompetenz vom Trainer, vom Cheftrainer. Das tut er und muss er letztlich auch verantworten. Selbstverständlich stehe ich da zur Verfügung, wenn einmal eine Frage kommt, meine Meinung auch gefragt ist. Aber ich sehe meine Rolle vor allem beratend. Am Ende muss er die Entscheidungen treffen. Da hat er auch genug gute, qualifizierte Leute um sich herum. Und da hat sich das jetzt auch bestätigt, dass diese Art und Weise von Zusammenarbeit auch sehr gut funktioniert. Aber es ist nicht so, dass er einfach in einem Tunnel ist und nicht den Kontakt und den Dialog nicht auch mit dir sucht. Ich meine, du bist ja immerhin auch ein UEFA-polizierter Cheftrainer. Also von dort hast du auch Erfahrung als Trainer. Ja, ich glaube, die Erfahrung bringt mir sicher auch etwas, gerade in dieser Rolle. Also ich probiere mich häufig auch in den Trainer hineinzuversetzen, was sind seine Bedürfnisse, was braucht er. Und wenn man auch so Entscheidungen jetzt auch wie im letzten Sommer trifft, ich meine, ich würde nie einen Spieler zum FC Zürich holen, wo der Cheftrainer nicht auch mit involviert ist und wo er nicht sagt, du mal, also mit dem will ich arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Voraussetzung. Ich kenne es auch aus anderen Umfeldern, aber diese Philosophie, die vertritt ich zu 100%, weil ich weiss, wie ein Trainer funktioniert. Und ich kenne auch Bedürfnisse von einem Trainer und da probiere ich auch möglichst gut herzulassen. Und du tust manchmal auch auf einer fachlichen Ebene von Trainer zu Trainer auch zu führen. Aber natürlich müssen wir auch da die Rollen, die er hat und meine Rollen auch können, dementsprechend auch abgrenzen. Okay. Ich habe den Janik vorhin gefragt, eben, wie erklärt er sich die Leistungssteigerung? Aus deiner Sicht, was sind so die Gründe von dieser Entwicklung? Also in erster Linie, ich glaube, gestern war es ein sehr gutes Beispiel in dem Spiel gegen IB. Der Cheftrainer hat etwas ausgelöst im letzten Sommer, wo er ziemlich schnell es geschafft hat, mit den Spielern, mit dem Staff, mit dem Umfeld, mit den Beteiligten eine funktionierende Einheit auf Platz zu bringen. Also wir haben einen guten Saisonstart und dann einen kleinen Hänger gehabt. Die erste Niederlage gegen IB und jetzt in den letzten Wochen, seit Wochen wieder sehr, sehr konstant, stabil, auf einem höheren Niveau gespielt. Und gestern war der Cheftrainer nicht da gewesen. Die Mannschaft musste eine Verantwortung übernehmen, eine zusätzliche Verantwortung. Und ich glaube, das war gestern auch so ein gutes Zeichen gewesen, dass einfach etwas in der Mannschaft drin ist, eine Energie, eine positive eine Verantwortung, eine Selbstverantwortung, die die Mannschaft geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit zusammenzubringen, die Rollen auch klar zu verteilen, dass man die Widerstände, die Moral, die es braucht, manchmal auf den Platz zu bringen. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Mal Match gehabt, wo wir hinten drin waren und doch wieder zurückgekommen sind, wieder den Match gedreht haben oder in Sion, wie du gesagt hast, wieder einfach auch in der Zahl zu verteidigen, solidarisch zu verteidigen. Und da ist einfach definitiv etwas zusammengewachsen, was der Trainer gesagt hat, wo alle Beteiligten nachher auch können, vorziehen konnten. Und es ist schön, dass wir jetzt so früh schon in Form von so vielen Punkten auch senden. Ich erinnere mich an ein Interview von dir vor ein paar Wochen, nachdem wir Corona-bedingt keine Zuschauer mehr im Stadion hatten. Und du gesagt hast, wow, es ist wieder ganz ein anderes Fußballspiel. Wichtig ist für dich, auf die Zeughaufen. Das ist ein Wort zu fassen. Das ist das, was natürlich jeder träumt als kleiner Bub, wenn du ins Stadion hineingehen darfst und hast so viele Fans. Und vor allem die Zeughaufen, ich glaube, das ist in der Schweiz einzigartig. Die sind an jedem Match so viele Leute, egal ob heim oder auswärts. Das ist Wahnsinn. Wenn es 30 Stunden mit dem Bus irgendwo mit anderen reisen, sind sie dort, der Block ist voll. Das ist Wahnsinn. Und schlussendlich, du lebst von den Emotionen, die von den Rängen kommen. Und ich habe mal gesagt, ja, die Corona-bedingte Zuschauer fehlende Phase war für mich nicht schlecht gewesen, weil ich endlich mal mit den Stürmern kommunizieren auf dem Platz. es ist einfach etwas anderes. Und wenn man ins Stadion kommt, man geht laufen, die Leute und man fängt schon an, ihre Lieder anstimmen und singen und peitscht uns nachher 90 Minuten voran und dann gönnst du die Match.
also wie das Derby, das die letzte Minute gewinnst und es explodiert alles und du kannst nach dem Match vor der Zeitkurve stehen. Also, es gibt emotional nichts Besseres und nichts Vergleichbares. Also ich muss auch bestätigen, was mich immer wieder fasziniert, wir sind in Weißrussland, in Bulgarien, in Rumänien, irgendwo in Estland oben. Und es sind immer Hunderte von FCZ-Fans dabei. Und wie du sagst, teilweise 36 Stunden hocken die im Bus, müssen einen Tag später wieder arbeiten. Das ist schon unglaublich. Ich glaube, wir haben wirklich, das ist glaube ich, auch erwiesen, die meisten Auswärtszuschauer bei unserem Spiel. Also schon wirklich sehr beeindruckend. Übrigens noch gestern, also vielleicht weiß ich es nicht mehr so gut, aber die letzten 10 Minuten, ich habe noch nie in diesem letzten Grund eine laute Stimme gehört, wie plötzlich das FCZ durch das Stadion durchgetrönt hat. Also das Beton hat fast bibbert. Also das war unglaublich. Unglaublich. Eben. Es ist jetzt im Moment nicht nur die Kurve, die da extrem Gas gibt, sondern auch das ganze Stadion. Gegen ist voll. Es sind viele Familien mit Kindern, die extrem Stimmung gemacht haben. Im Jubiläumsspiel gegen Sion. Das sind die Emotionen, die wir einfach wirklich vermisst haben in der Corona-Phase ohne Zuschauer. Und wir leben für das. Und das ist das, wieso wir in der Vorbereitung hart arbeiten, wieso dass wir jeden Tag auf dem Platz stehen und trainieren, um am Wochenende die Emotionen mitbekommen von den Zuschauern. Ganz eine andere Frage, Janik. Wir haben es vorhin kurz angetönt. Du bist ein FCZler, von ganz klein auf bei uns angefangen. Und dann hat es auch eine Phase gegeben, auf dem Sprung vom Nachwuchs in die Mannschaft. Dann hat man dich, oder haben wir dich mal ausgelehnt. Nachher bist du zurückgekommen. Und dann hat es immer so die Rotation gegeben. Einmal bist du im Goal gewesen, nachher wieder dein Kollege. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, ob das gescheit ist oder weniger gescheit. Für dich als Goal, wie siehst du das Rotieren Nummer 1, Nummer 2? Also ich glaube nicht, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Da gibt es eine Meinung und das macht keinen Sinn, wenn man rotiert. Das ist, ich glaube, wenn das ein Trainer macht, dann ist er relativ hilflos, weil er sonst nicht weiß, was er sonst noch ändern soll. Aber es ist einfach so, der Goalie ist etwas Spezielles in einer Fußballmannschaft. Er ist ein Einzelkämpfer, eine Einzelposition und ein Feldspieler. Und den kann man einfach nicht gleich behandeln wie die Feldspieler. Und für einen Goalie ist es einfach extrem wichtig, dass man das Vertrauen hat von der Mannschaft und vom ganzen Verein und dass man weiß, dass egal was passiert, man wird spielen und man wird weiterhin das Vertrauen geschenkt bekommen. Wenn du aber ein Spiel hineingehst und du weißt nicht, wie sieht es in einer Woche aus, Spiel in einer Woche, wenn ich heute zwei schlechte Pässe spiele, wird dann schon wieder darüber diskutiert. Das kann so viel anfangen im Kopf, was einfach nicht gut ist für den Goalie. Für den Goalie ist es schwieriger. Es gibt nur eine Position. Bei einem Feldspieler kannst du immer wieder wechseln von einer Position in die andere. Also von dort her ist es sicher kein einfacher Job. Aber ich finde es immer faszinierend, Goalie in einer Mannschaft, weil du bist einfach immer sehr wichtig, oder? Du kannst Sieg herbeiführen und im Schlitten natürlich auch vielleicht einmal eine Niederlage. Bleiben wir, oder noch so klein gewesen bist, Goalie-Vorbilder. Wer und warum? Mein Vorbild war immer der Iker Casillas. Noch bei Real Madrid, damals war er natürlich auch extrem erfolgreich. Aber einfach seine Geschichte, die er hat. Mit 17 verletzungsbedingt mal eingewechselt zu werden und dann eigentlich durchgehend Nummer 1 sein und einfach die Leistungen abrufen im Verein, aber auch dann auf Nationalmannschaftsebene. Das war für mich immer unerreicht. Klar, er und der Buffon waren immer mehr oder weniger gleich, aber auch die ganze Geschichte, die er hatte. Er war auch nicht der Grösste. Er musste mit seinem Talent und mit seinem Können das bei so einem grossen Club jeden Tag wieder bestätigen und jeden Match wieder seine Performance bestätigen. Das war einfach für mich der Top-Goalie dazumal. Das erinnert mich jetzt gerade, was du sagst. Er war nicht der Grösste. Ich habe einmal eine Wette gemacht mit dem damaligen Goalie-Trainer, mit dem Brunner. Wir hatten die Champions League gegen Real Madrid. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, der Casillas, das ist eigentlich ein Kleiner, es ist unglaublich, wie gut er ist. Und dann sagt der Brunner, nein, das stimmt nicht. Kommt irgendwelche mit Sportheftchen, wo er in einer Abbildung war. Und dann ist drinnen gestanden 1,86 oder 1,88. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Aber okay, steht da drin, ich zahle die Wette, Flasche, irgendwelche Prozente gegangen. Und dann haben wir ja den Champions League Match gehabt, und am Abend vom Spiel trainiert die Mannschaft ja immer im Stadion. Ja. Da bin ich zum Casillas gegangen, an diesem Training.
Und habe gesagt, ich bin Präsident und. Und habe ihn gefragt, wie gross das sei. Un oder das. 1,82, oder? Der Brunner schuldet mir übrigens immer noch sitzt da von dieser Wette. Juri, noch zu dir die nächste Frage. Er hat das vorhin schon kurz angetönt, eben Einfluss auf die Taktik und Aufstellung. Aus deiner Sicht gibt es manchmal Bedürfnisse, wo du sagst, ich würde gerne mich ein bisschen mehr einbringen, aber aus sozialkompetenten Überlegungen sagt, mache ich gescheiter nichts. Also jetzt gegenüber Trainer, vom Trainer? Trainer und Trainerstab. Also ich glaube, in dem Rahmen, wo wir, oder wie in dieser Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, glaube ich, dass ich mich gut einbringen kann. Ich habe vorhin so die Rollen auch erwähnt. Also ich glaube, das ist schon noch sehr, sehr wichtig, dass der Trainer auch gestärkt wird und gestärkt ist in seiner Hauptkompetenz. Und das ist das Führen von der Mannschaft. Und ich glaube, das ist nicht meine Rolle in dem Sinn. Also ich glaube, ich habe eine andere Aufgabe unter der Mannschaft mit vielen anderen Leuten auch zusammen. Ich glaube, für mich ist es sehr, sehr wichtig im Trainer, dass Vertrauen und zu 100% auch aussprechen will. Er führt die Mannschaft, er sieht sie die ganze Woche, arbeitet Tag für Tag mit jedem einzelnen Spieler, entwickelt auch das Gespür und das Gefühl für jeden Einzelnen. Und so kann er auch letztlich auch mit dem Bauch vielleicht auch gewisse Entscheidungen treffen, die für uns jetzt, die nicht jeden Tag immer in der Kabine ist, nachvollziehbar ist. Und darum finde ich, ist es wichtig, auch sich in gewissen Momenten auch können zurückzunehmen. Und wie gesagt, also in dieser Aufgabe, in dieser Rolle fühle ich mich auch mit. Ich würde jetzt gerne ein paar Fragen jetzt, die Fans in den letzten paar Tagen uns gestellt haben. Es ist sicher so, dass jetzt für den Yannick weniger Fragen reingekommen sind, weil man natürlich davon ausgegangen ist, dass der André Breitenreiter da sitzen tut. Also er hat eine riesige Liste von Fragen für den André. Aber man hat sicher noch die eine oder andere Frage für dich, Yannick. Also eine Frage, die immer und immer wieder kommt, gibt es Transfers in der Winterpause? Welche Zugänge, welche Abgänge, auf welcher Position sind Mutationen am wahrscheinlichsten? Also jetzt hast du ja kein Geheimnis verraten, aber immerhin so vom roten Faden her. Ja, vom roten Faden, glaube ich, bleiben wir auch da, auf dem Weg, wie wir schon immer hatten. Ich glaube, wir sind ja bestrebt, laufend unsere Mannschaft zu verbessern, unserer Mannschaft auch zu helfen, dass sie noch besser performt, Wochenende für Wochenende. Unser Scouting arbeitet, Kaderplanung ist ein laufender Prozess. Wir schauen, wo dass wir uns optimieren können. Ich kann heute nicht zusichern, dass wir im nächsten Winter einen Transfer werden machen. Aber was ich sicher zusichern kann, dass man sehr, sehr aufmerksam den Markt beobachtet, auf jeder Position eigentlich schaut. Und es muss auf jeden Transfer auch Sinn machen. Und ich glaube, auch da in dieser Konstellation, es ist nicht immer der beste Transfer der der beste Fußballer ist. Und ich glaube auch gerade in dieser Situation ist es wichtig, die Entwicklung der Mannschaft gut zu verstehen, das Teamgefüge auch gut zu verstehen und dann eigentlich, wenn einer zur Mannschaft kommt, dann muss er auch in das bestehende Gefüge auch gut reinpassen. Eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wurde, ist, was passiert mit dem Sisse? Es ist bekannt, er hat einen auslaufenden Vertrag. Ohne dass jetzt da große Geheimnisse hier gehst, auch wiederum, wie stand der Dinge? Also zuerst möchte ich mal sagen, dass ja für alle sehr, sehr erfreulich ist, dass uns der Hassan in dieser Saison endlich können auch so helfen, glaube ich, wie wir es uns alle auch vorgestellt haben. Nach den zwei sehr schwierigen Jahren, die er hatte, gibt er auch im Verein etwas zurück, gibt er in der Mannschaft etwas zurück. Wir sind, wie mit vielen anderen Spielern auch, mit dem Hassan in guten Gesprächen. Hassan sieht auch den Wert, den er beim FC Zürich hat. Er sieht auch seine Rolle. Er hat auch können profitieren diese Saison von ganz verschiedenen Ausgangslagen, Taktik, Zusammenstellung von Mannschaft, Vertrauen vom Trainer. Und ich glaube, dass der Hassan sehr happy ist in Zürich, sehr zufrieden, sehr glücklich. Und ich glaube, das ist sicher eine gute Grundlage auch, dass wir den Hassan auch weiterhin beim FC Zürich können behalten. Ich stelle einfach die Frage, weil sie mir so gestellt worden ist. Sind Memedi und Trimic ein Thema? Das gehört auch zu einer Vereinsphilosophie, glaube ich. Das haben wir uns auch an die Fahne geschrieben, dass
Spieler, die über der FCZ von so klein auf den Weg gemacht haben, in internationale Karrieren auch gemacht haben, viele Erfahrungen im internationalen Fußball gemacht haben, dass wir mit diesen Spielern auch in Kontakt bleiben, in Kontakt sind auch. Also mit dem Admir und auch mit dem Josip sind wir auch in Kontakt. Und es ist schön, wie jetzt das Beispiel Blerim Cemaili das auch zeigt, dass eigentlich, ja, wenn die ehemaligen Spieler wieder zurückkommen zum FC Zürich, dass sie die Erfahrung, die sie haben können machen, wieder zurückgeben können, dass sie die jüngeren Spieler können profitieren können. Und insofern kann ich sicher sagen, dass die Philosophie weiter verfolgt wird. Wenn, zu welchem Zeitpunkt, ob jetzt der Memedi oder Drimic oder ein anderer ehemaliger FCZler wieder zurückkommt, das kann ich heute an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich kann nur bestätigen, aus meiner Sicht, dass wir mit den meisten ehemaligen FCZ-Spielern, vor allem wenn sie auch bei uns ausgebildet worden sind, weiterhin eine sehr gute Austauschpflege tun. Man trifft sich manchmal. Wir sind auch, Helian und ich, schon vom Rodriguez damals nach Wolfsburg eingeladen worden. Oder wenn Nationalmannschaftstrainingslager sind, dann sind sie plötzlich an der Tür und ich komme rüber. Ich kann auch bestätigen, Memedi, ja, der war im Sommer bei uns mal. Wir haben natürlich auch ein bisschen über seine Zukunft diskutiert. Also Spieler, die uns dann natürlich auch sportlich können weiterhelfen, da sind wir sehr offen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, Cemaili ist so ein Fall, oder? Und du merkst einfach bei diesen Spielern, sie haben das FCZ-Herz nicht nur papiermäßig da, sondern sie haben es wirklich da. Ja. Und ich glaube, da haben wir noch einige Spieler, die da im Ausland große Karrieren machen und immer noch machen und sicher mit uns auch schon ein bisschen abgesprochen haben. Ich würde gerne wieder zum FC Zürich zurückkommen. Also wir werden irgendwann einmal eine Mannschaft haben, wo der ein oder andere Spieler dabei war, wo vielleicht im 2-0 9 oder Meister gewonnen hat, oder? Also die wissen dann, wie es geht, wenn man Meister werden will. Wobei ich will das sonst nicht mehr ins Maul nehmen. Das ist ein bisschen heikel. Es ist dann auch noch eine Frage an mich gestellt worden. Die lautet, weshalb wurden Sie nicht mehr ins SFL-Komitee gewählt? Zur Erinnerung, wir haben gerade vor 10 Tagen haben wir neue Wahlen gehabt im Komitee von der Swiss Football League. Und da geht es darum, dass man 9 Mitglieder hat müssen wählen musste. Ich bin 13 Jahre im Komitee dabei gewesen und es gibt sicher verschiedene Gründe. Ein Grund war sicher der, dass ich, wo bekannt worden ist, dass der damalige Präsident, der Heini Schifferle, nicht mehr sich zur Wahl stellen tut, dass ich im Komitee auch gesagt habe, es ist, glaube ich, auch Zeit, dass ich auch da den Rücktritt planen tue. Es war auch bekannt, dass Heini Schifferle und ich in den letzten paar Jahren natürlich funktionsbedingt, er als Präsident, ich als Finanzchef, sicher Einfluss hatten in dem Komitee. Und wir haben, denke ich, auch gerade so was Vertragsverhandlungen betroffen. Da sind wir natürlich immer an der vordersten Front aktiv gewesen, Fernsehverträge, Marketingverträge, die Bundesgelder. Und da haben wir, glaube ich, für die Liga bzw. für die Clubs der Liga mehrere 100 Millionen Franken Einnahmen können generieren. Das war auch der Grund, wieso mehrere Mitglieder aus dem Komitee mich kontaktiert haben und gesagt haben, nein, Gottfriedli, du kannst nicht hingehen, du musst bleiben. Und dann habe ich mich dann so ein bisschen überredet, okay, dann gehe ich nochmal auf Bern und stelle mich zur Wahl. Hat dann auch kein Lobbying gemacht, nicht da überall im Zug umeinander telefoniert. Und wo dann das Ergebnis bekannt worden ist, dass ich nicht gewählt worden bin, habe das noch immer in der Mitteilung geschrieben, auch mit einem lachenden Auge zur Kenntnis genommen, weil ich bin nicht nur Komitee-Mitglied gewesen, ich habe noch ein paar Funktionen dort gehabt. Ich bin Finanzchef von der Liga, ich bin im Beirat von der Finanzkommission vom Schweizer Fußballverband. Ich bin Arbeitgebervertreter der Pensionskasse vom Schweizer Fußballverband und sehr zeitintensiv. Ich bin Mitglied von der Ausbildungskommission und von der Ausbildungsgruppe vom Schweizer Fußballverband. Und das hat sehr zeitintensiv gewesen. Also das sind mehrere 100 Stunden pro Jahr, wo ich da investiert habe. Und darum habe ich das wirklich mit einem lachenden Auge zur Kenntnis genommen, weil es ist eine zeitliche Befreiung, die verfügbare Zeit
Da kann ich jetzt noch mehr zum FC Zürich zur Verfügung stellen. Also werden vielleicht noch mehr in Zukunft noch mehr miteinander reden. Eine Frage war noch, wie funktioniert der Austausch zwischen dem FC Zürich und der Kurve? Also wir haben natürlich regelmässig Kontakt. Und da tun wir uns gegenseitig definieren, was gibt es für Themen, was gibt es für Wünsche. Also so haben wir zum Beispiel damals die Sitzplätze rausnehmen lassen, Stehplätze machen lassen. Natürlich, wenn es wieder irgendwelche außerordentlichen Situationen gibt, wo wir weniger Freude haben, dann trifft man sich auch. Also ich muss sagen, wir haben einen sehr guten Kontakt. Und von dort her möchte ich natürlich, dass all die Diskussionen, die im Moment stattfinden, dass das ein gutes Ende zu einem guten Ende führen tut. Und wir vom FC Zürich werden sicher alles daran setzen, dass wir da gute, fanorientierte Lösungen finden. Jetzt noch eine Frage an Yannick. Es sind ja meistens drei Goalie in einem Kader von der ersten Mannschaft. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und das Nummer 1 und Nummer 2 eigentlich so in einer Konkurrenzsituation. Wie ist dein Verhältnis jetzt mit dem Sivko, unser Nummer 2 Goalie? Wie funktioniert das? Wie lebt ihr das? Das funktioniert sehr gut. Nein, ist klar, am Ende des Tages sind wir Konkurrenten, aber wir haben es vorher schon mal gesagt, der Goalie ist eine spezielle Position. Da ist in der Super League 10, die spielen und 10, die nicht spielen. Und dann meistens noch vielleicht 10 junge Goalie, wie der Gianni bei uns. Aber ich und der Schiff, wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Also, wir können auch gut zusammen lachen im Training und Spässchen machen und so weiter. Aber wir probieren uns auch gegenseitig zu pushen. Er probiert mich besser zu machen, ich ihn. Er unterstützt mich jeden Tag im Training, sowie auch am Spieltag. So wie ich ihn auch unterstützt habe in den Cup-Partien, die er gespielt hat, jetzt in diesem Jahr. Aber es ist sicher so, am Ende des Tages, wir sind Konkurrenten. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir am freien Tag uns in der Stadt treffen auf einen Kaffee. Das ist jetzt, glaube ich, nicht gerade die erste Wahl von uns beiden. Aber wir sind wirklich sonst ein freundschaftliches, gutes Verhältnis zusammen auf dem Platz. Also ich kann das auch bestätigen, in all diesen Jahren, das sind immerhin bald 15 Jahre, habe ich es nie erlebt, dass die Goalie untereinander schlechtes Verhältnis haben. Also sie sind schon eine Teamgemeinschaft, das sieht man auch, wenn sie miteinander trainieren, oder? Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Jetzt noch eine Frage, die ich eigentlich nicht habe wollen stellen, aber die hat mich früher immer so ein bisschen beschäftigt. Wieso kommt Yannick Brecher kein Aufgebot über für die Nationalmannschaft? Oder hast du nie eins bekommen? Warum, aus deiner Sicht? Schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Ich glaube, meine Leistungen in den letzten paar Jahren, ich habe mich sicher gesteigert und bin zu einem sehr guten Rückhalt geworden für die Mannschaft und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste oder der grösste Punkt ist einfach, wenn die Schweiz etwas nicht hat, dann ist es ein Goalie-Problem. Ja, okay. Es ist unglaublich, wie geschafft worden ist in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir sehen, wie viele Goalies im Ausland sind, auf Top-Niveau spielen, dann muss man als Schweizer Goalie von einem Schweizer Club das eigentlich vergessen. Nazi. Das ist für die Goalie reserviert, die im Ausland in der grossen Liga sind, die auf diesem Niveau spielen. Und auf diesem Niveau bin ich im Moment noch nicht. Aber das heisst nicht, dass du jetzt unbedingt ins Ausland wechseln willst. Also, wir brauchen den noch. Wir brauchen den noch, oder Gottfried? Stichwort Ausland ist auch kein Geheimnis. Wir haben ein großes Verteidigertalent, das mit 18 bereits in der A-Nationalmannschaft gespielt hat. Umeraschig, auch da eine Frage. Wie steht der Stand der Dinge? Gut, Becir hat einen Vertrag noch bis 2023. Ich glaube, er ist jetzt gerade mal 18, 19 ist er geworden. Er hat in seinem sehr, sehr jungen Alter schon fast, glaube ich, 70 Super League-Spiele gespielt. Er lebt jetzt auch ähnlich wie der Assan jetzt mit der Saison, seit er beim FC Zürich spielt. Persönlich glaube ich, dass der Becir nach diesen vier Nationalmannschaftseinsätzen in der A-Nationalmannschaft, die er gemacht hat, und jetzt auch in der U21-Nationalmannschaft, auch profitieren kann.
von der aktuellen Saison, von der aktuellen Phase, die er beim FC Zürich spielt. Ich glaube, mit dem Erfolg, den wir haben, hat auch er nochmal einen weiteren Erfolg. Also in dem Sinn bin ich jetzt, was den Becir anbelangt, unaufgeregt. Ein Transfer ins Ausland von einem jungen Spieler, das muss Sinn machen. Das muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Persönlich bin ich 100% überzeugt und glaube, da ist der Becir gleicher Meinung, dass er im Moment beim FC Zürich sehr gut aufgehoben ist. Er bietet uns einen guten, sehr guten Rückhalt und entwickelt sich selber auch mit der Mannschaft. Königin Augereich. Gut. Janik, du bist immer noch im besten Fußballalter. Im Gegenteil, Goli werden besser, je älter. Also du hast einen Haufen Jahre. Aber ich denke, du bist ja ein sehr bodenständiger, sehr intelligenter Typ. Also ich nehme an, du machst auch so ein bisschen Zukunft mittel-, langfristig. Was sind so deine Zukunftsüberlegungen? Die Überlegungen, Ziel sind Titel gewinnen hier mit Zürich. Das ist die Überlegung. Nein, es ist so, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt aber auch noch nicht der Älteste. Ich bin hier aufgewachsen in Zürich. Ich weiss, was bedeutet für diesen Verein zu spielen. Ich bin extrem stolz darauf, den Verein als Captain zu repräsentieren. Darum, ich habe es schon mehrmals gesagt, ich kann nicht reissen, um jetzt da irgendwie noch irgendein Kunststück machen, irgendwo im Ausland noch einen Abstecher, der für nichts ist. Sondern wenn, dann muss das wirklich Sinn machen, wie es Juri auch gesagt hat. Ausland, das muss immer Sinn machen. Für mich auch noch natürlich die private Situation. Ich habe zwei kleine Kinder. Das ist auch noch mal etwas Spezielles, dann muss es auch für die Familie stimmen. Aber ich habe es schon immer gesagt, ich bin Zürcher durch und durch. Ich bin mein ganzes Leben lang da aufgewachsen. Ich kenne die Stadt in- und auswendig. Und ich hätte auch, wie soll ich sagen, gar nichts dagegen. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas verpasst hätte, wenn das auch bis zum Karrierenende so bleibt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Die Frage, die uns, auch mir, immer wieder gestellt wird, medial, ist Ziele. Und ich habe bis jetzt wirklich die Wahrheit gesagt, so wie ich das empfunden habe, aufgrund von den Erfahrungen von den letzten 3 Jahren. Rückspiegel, oder? Je mehr Punkte Abstand, desto mehr kannst du durchschnaufen. Und ich muss sagen, im Moment plus minus 20 Punkte Vorsprung auf das Tabellenende haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Und jetzt kommt natürlich immer die Frage, ja, was sind die neuen Ziele, wie sehen die das? Und ich habe immer gesagt, ja, warten wir mal bis im Winter und dann hocken wir sicher zusammen. Juri, tust du die Frage für mich beantworten? Was sind die Ziele vom FC Zürich? Dass es nicht immer von dir kommt, weißt du. So. Ich will vielleicht den Anfang zurückholen, wo er eigentlich eingangs gesagt hat. Also ich persönlich glaube ja, wir haben im letzten Sommer 26 personelle Wechsel gehabt rund um die erste Mannschaft, also innerhalb von 3 Monaten. Die Mannschaft hat sich sehr, sehr schnell zusammengefunden, aus all den Gründen, die wir auch diskutiert haben. Wir haben uns verdientermassen die Spitzenposition erarbeitet mit 31 Punkten. Wir sind happy, wir sind froh, dass wir das Polster haben, dass wir uns das auch können erarbeiten können. Wir wissen, wie eng das die Superliga ist, die Zehnerliga. Das kann schnell nach oben, es kann schnell nach unten gehen. Ich glaube, unsere Haltung, und die ist, das ist so, wie wir es auch sagen, das wird auch so gelebt, intern, wie wir es dann nach Hause sagen. Wir haben noch 3 Matches, in diesen 3 Matches sind noch 9 Punkte. Das nächste Spiel ist am nächsten Wochenende. Wir sind ambitioniert, wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Dann wird möglichst viele Punkte noch bis im Winter holen. Dann kommt die Winterpause, dann kommt die Evaluation. Der nächste Prozessschritt, den wir in der Entwicklung vom Kader, von der Mannschaft machen, werden uns gut ausrichten, werden auch Konkurrenz beobachten, was die machen, eine gute Vorbereitung auf die Rückrunde machen und alles daran setzen, dass wir ambitioniert, hungrig bleiben und möglichst eigentlich auf diesen Erfolgen oder die Erfolge, die wir bis jetzt gefeiert haben, eigentlich möglichst schon lange aufrechterhalten. Okay, liebe FCZler, wir kommen zum Schluss von unserem Tag. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Einblick haben können geben in die Gefühlswelt vom FC Zürich, auch ein bisschen aufzeigen, wie der FC Zürich funktionieren tut. Ich danke euch beiden, Juri, Janik, für aus meiner Sicht interessante Gespräche. Und hoffe natürlich, dass wir euch alle am nächsten Wochenende wieder im Lexikon begrüßen können, gegen Luzern. Wie kein einfacher Match. Aber die Unterstützung, so wie sie gestern erlebt haben, die würde uns sicher helfen. Alles Gute. Ade miteinander.